Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, der Art of Transformation. Ja, lieber Stier, du bist natürlich hier, um dir deine Augustlegung bei mir abzuholen. Ja, ich hoffe, es geht dir gut und du bist wohlauf. Und wie vorangekündigt, ich freue mich auf diese Legung mit diesem wunderschönen Tarot-Deck. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, weil ich das Buch dazu nicht mitgenommen habe. Ansonsten würde mir hier die Daisy bald platzen vor lauter Bücher und Tarot-Decks und Orakelkarten und alles. Aber ich weiß einfach eins, es ist eins meiner Lieblingsdecks, wo wir deine Legung machen werden und wie immer, aber ich werde dir hier am Anfang noch mit den Hütern des Lichts den Meister gerne bekannt geben, der für dich im Monat August sehr aktuell sein wird, der dich in deiner Situation begleiten wird im Monat August. Und ganz speziell freue ich mich auch auf diese Energieportale. Das ist ein neues Deck von mir, hat mich sehr fasziniert. Das sind Aktivierungskarten. Da werde ich dir am Ende sehr gerne auch noch deine Botschaft mit auf den Weg geben, mit welchem Energieportal du vielleicht im August arbeiten solltest oder welches Energieportal sich für dich öffnen wird, ja, ins Universum und zurück zu dir. Ja, lass uns doch gemeinsam hineinstarten, lieber Stier, direkt in deine Botschaften hinein für den Monat August. Spirit, bitte für unseren lieben Stier die Kraft Gottes, so wirst du universell auch genannt, die Kraft Gottes. Stier, Botschaft August, bitte. Welcher Meister wird sich hier bei dir melden? Lady Hope. Oh. Lady Hope ist für mich jetzt nicht ein aufgestiegener Meister, aber ich weiß, und das lernt man bei mir in den Ausbildungen, und ich bin überzeugt, dass meine Ausbildungen, die ich gebe, einmalig sind. Denn das Wissen, das ich habe, glaube ich nicht, dass das jemand anderes noch besitzt. Und Lady Hope ist die Ergänzung von Erzengel Gabriel. In der Seelenheilung, das ist ein Angebot von mir, wo ich mit Erzengel Gabriel und Lady Hope arbeiten kann, um dich und deine Seele wieder in den Fluss des Lebens zurückzubringen. Sie sagt dir Liebe und Annehmen. Die Liebe ist dein. Erkenne deinen göttlichen Wert. Entscheide dich für liebevolle Gedanken. Wunderschön gezeichnet hier. Wunderschöne Farben. Ich bin gespannt, was sie hier dir noch mitteilen möchte durch diese Karten. Spirit, bitte. Für unseren geliebten Stier. Spirit. Was sind die Themen des Stiers im Monat August? Was ist die Botschaft? Bitte. Stier, Botschaft August. Botschaft August. Ich werde dir wie immer jede einzelne Karte natürlich zeigen. Wie immer sage ich, wenn es nicht stimmig ist, das sind allgemeine Auslegungen zu allgemeinen Themen, dann schau dir Aszendent, Mond und Venuszeichen noch an oder buche eine persönliche Beratung bei mir. Zudem, wenn du das erste Mal hier bist und mich überhaupt noch nicht kennst, dann darfst du gerne unten in der Videobeschreibung ist meine Webseite verlinkt, aber auch die Playlist von den Dingen, die ich
dir anbieten kann, da darfst du natürlich auch gerne mal reinschauen. Ja, ich habe zwei der Kelche. Also wir haben hier in der Vergangenheit, ja, die Liebe, definitiv. Es könnte sich hier um eine Liebeslegung handeln, das muss es aber nicht. Aber definitiv ist oder war, und ja, Stier ist Sternzeichen Venus, die Liebe ist ein großes Thema für uns, ja, ist hier ein Thema der Vereinigung in Liebe. Es könnte auch Vergebung sein. Es könnte ein Verliebtsein sein oder auch einfach ein sehr gutes Angebot in anderen Bereichen deines Lebens, das wirklich von Herzen dir gegeben wird. Vielleicht bekommst du hier auch ein wunderschönes Geschenk und ich bin der Meinung, du hast das hier auch entgegengenommen. Vielleicht warst aber auch du diese Person. Mit den 9 der Münzen hier. Wunderbar auch gezeichnet. Es könnte hier sich sogar, wow, Ergänzung Gabriel, Liebe, Gewinn durch 3 Beziehungen. Es könnte sich hier auch vielleicht um eine Schwangerschaft handeln. Also wenn du den Wunsch hättest, ein Kind zu erwarten oder ein Kind zu schenken, wenn du ein Mann bist, dann ist August ein sehr guter Monat, weil die Karte des Gewinnes hier, 9 der Münzen, bedeutet manchmal auch Gewinn durch Dreierbeziehung. Nun, das kann natürlich auch eine offene Beziehung sein. Nicht jeder Mensch lebt eine monogame Beziehung. Da könnte vielleicht eine dritte Person in die Beziehung kommen, die sehr bereichernd ist, aber auch in jeder Art und Weise von Geschäftsbeziehungen oder Projekten. Das ist die Gegenwart. Jetzt haben wir hier aber den Teufel als die Energie, die gerade beginnt. Ich müsste jetzt sagen, vielleicht wirst du hier jetzt feststellen, dass diese Person, die du hier kennengelernt hast oder diese gewinnbringende Gelegenheit, die du hier hattest, vielleicht etwas toxisch ist. Das muss aber nicht nur sein, denn der Steinbock hat ja auch nicht nur negative Aspekte, sondern auch sehr positive. Er sagt einfach hier, dass die Situation sicher sehr gut zu prüfen ist. Er sagt aber auch, dass sie auf einem guten Fundament stehen kann, solange man miteinander ehrlich und offen kommuniziert, solange man sich nicht einengt oder jemanden im Prinzip wie fesseln will. Ja. Es kann auch bedeuten, die positiven Aspekte des Teufels, dass man die gewisse Dualität oder gewisse alte Glaubenssätze oder einfach eine Struktur, die uns irgend in einem alten Dogma gehalten hatte, über Bord wirft. Wo man einfach erkennt hat, ja, da bin ich noch an etwas gebunden, was überhaupt nicht notwendig ist. Das ist Vergangenheit, wir kommen in ein neues Zeitalter, ja. Warum wollen wir noch an alten Religionen und Dingen haften? Das könnte auch sehr, sehr gut sein, dass das eine solche Art und Weise ist, wo dir hier im August sehr, sehr sehr gut bewusst wird. Weil ich habe hier definitiv, gut, vielleicht musst du dich hier auch freischneiden, weil die Situation ist interessanterweise die Mäßigkeit hier, das wäre dann Erzengel Michael. Ja? Vielleicht machst du hier eine Freischneidung von mir, mit mir gemeinsam und schneidest dich hier frei von Dingen, die dich gehindert haben, frei zu sein, auch energetisch. Ja? Vielleicht merkst du, ich habe schlechte Angewohnheiten in meinem Leben. Das kann jegliche Form sein. Das können Süchte sein. Das können schlechte Angewohnheiten sein. Vielleicht auch noch Verbindung zu vergangenen toxischen Beziehungen. Vielleicht kannst du dich hier nicht trennen von einer Person, was auch immer es ist. Erzengel Michael, das ist die Situation. Und er ist definitiv Wahrheit, Freiheit, also vor allem Wahrheit, Glaube, Schutz.
und er ist die Mäßigkeit. Du siehst, wie er Feuer und Wasser zusammenmischt. Er sagt uns auch eben, was der Teufel nicht in Mäßigkeit eben hat. Also Steinbock tut uns eben auch davor warnen, die nicht in Übermäßigkeit zu geraten. Ja? Bringt Michael hier in die Mäßigkeit zurück, in eine Balance hinein. Könnte tatsächlich hier sein, weil das ist die Energie von außen, der Magier war auf umgedrehter Weise. Und ich möchte es auch so deuten, weil dass ich hier den Teufel habe und hier den Michael, die Mäßigkeit, ist kein Zufall. Und dass ich hier noch Gabriel habe, also Lady Hope, die dich wieder in den Fluss des Lebens, in den göttlichen Fluss des Lebens zurückführen kann. Vielleicht machst du ihr auch ein Seelenscanning, was auch immer. Brauchst du Unterstützung, wirst du sie bei mir definitiv erhalten. Magier, wenn er natürlich umgedreht ist, und das ist die Energie von außen, könnte es tatsächlich sein, dass hier jemand sehr, sehr negative Energie auf dich ablädt, lieber Stier. Oder hier sogar ein Ritual gemacht hat, ein schwarzmagisches, um dich an ihn zu binden oder an sie. Schau dir das bitte ganz tief in dir an. Wenn es all das nicht ist, dann sage ich dir hier, trotz dieser Erfolgswelle hier, lieber Stier, bleib in der Mitte. Ja, ich rede aus Erfahrung. Ich meine, ich hatte das auch schon. Da hatte ich einen satten Gewinn gemacht irgendwie. Und was habe ich gemacht? Ich ging shoppen. Ja. Und dann habe ich mal so 500-600 Euro einfach verdonnert an Dingen, die ich heute alle rausgeschmissen habe. Heute lebe ich den Minimalismus. Und auch heute muss ich immer wieder mich im Maß halten, im Sinne von, nein, kauf dir jetzt das nicht. Wo willst du es hin tun? Die Daisy ist klein. Siehst du, ich muss sogar hier die Bücher und die Kartons von den Decks kann ich nicht mehr sammeln, weil es einfach zu viel wird. Und manchmal der Minimalismus zu leben, bringt uns allgemein der Mäßigkeit näher. Ich tue das bewusst. Ich tue das nicht, weil ich kein Geld habe. Ich bin sicher auch nicht die Reichste. Aber mein Geld, was ich mit meinen Herzensdingen, die ich euch anbiete, verdiene, ist für mich okay. Und das ist genug. Ich bin dafür frei. Ja. Weiß nicht, warum ich so spreche hier, aber es ist etwas einfach, was ich fühle, dir zu sagen. Ritter der Schwerter, Hoffnung und Ängste. Er bringt Klarheit, aber er bringt auch oft einen Konflikt. Er ist der schnellste Ritter des Decks. Er ist ein sehr schneller, kalter, schnittiger Wind, der dir manchmal eine Einsicht bringt, die dir vielleicht im Moment gerade nicht so passt. Ja, wer hat niemand gerne einen Eisenwind im Gesicht, aber er erfrischt dich. Ja. Ich sage einfach hier, habe ganz starken, klaren Blick darüber, wie du mit Genuss, mit Gewinn, mit diesen Dingen umgehst. Denn nicht zu vergessen ist, die Venus, der Stier ist auch ein Genussmensch. Das gehört zu uns. Ja? Reichtum, Fülle, Luxus, Genuss, Schönheit, all die Dinge, Sexualität, Sinnlichkeit, das sind alles Themen der Venus. Das ist ein sehr lemurianisches Dasein, das genossen werden darf. Aber wie gesagt, so ist es dann eben geschehen, dass das dann irgendwann mal kippt. Ja? Weiß nicht, ob es dich, wenn es nicht stimmig ist, wie gesagt, schau dir bitte Aszendent, Mond und Venuszeichen noch an. Ende August, ich habe 6 der Kelche. Siehst du den Regenbogen auch hier? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, weil es führt ja auch, 6 der Kelche ist manchmal, du siehst, wie sie sich erinnert, dieses Mädchen. Und es ist ein Kind, weil oft
bringt sie, geht es in die Vergangenheit zurück, in die Erinnerung der Kindheit oder in vergangene Leben. Manchmal heißt es auch, dass ein Mensch aus der Vergangenheit in unser Leben kommt. Aber es kann auch die Erinnerung sein an die Herkunft. Wo komme ich her? Die Seelenverbindung. Vielleicht sagt dir hier Lady Hope auch, du sollst dich hier wieder in Verbindung setzen mit deiner Seelenfamilie, damit du wieder in den Fluss des Universums kommst. Ich weiß nicht, warum ich das so sage. Es könnte aber auch heißen, lieber Stier, wenn du dir überlegst, nochmal ein Kind zu zeugen oder zu empfangen, dann solltest du gut überlegen. Vielleicht hast du schon Kinder. Vielleicht überlege dir, ob das dann nicht zu viel für dich wäre. Und sei dir dessen bewusst, dass du vielleicht etwas dafür tust, dass eben du nicht noch einmal ein Kind zeugst, ja. Wie gesagt, ich könnte dir hier nur in einer persönlichen Legung natürlich, kann ich mit dir hier dein persönliches Thema anschauen. Aber ich denke dennoch, die Botschaft hier, du wirst es wissen, Stier, ist klar. Ich bin entsprechend gespannt, wo du hier hinschauen sollst. In welches Portal, lieber Stier? Spirit, bitte. Botschaft Stier. August, bitte. Botschaft Stier. August. Sirius. Sternensegnung. Wow. Sirius. Er geht neben Orion. Man sieht ihn im er ist ja im Sternbild Orion und man sieht Sirius neben Orion. Orion ist der Schutzengel oder der Schutzpatron des Schlangenträgers oder man könnte auch sagen des Regenbogens, vor allem der neuzeitlichen. Ja, was heißt neuzeitlich? Naja, das ist dann Quantenphysik, das ist was anderes, aber ich sehe Sirius nie als einen Hund, ich sehe ihn als einen weißen Wolf. Und er sagt, ja, weiter so, zeige dich, Durchsetzungskraft. Uhu. Ja, das besitzt natürlich ein Steinbock auch. Das sind die positiven Aspekte des Teufels, ist Geduld, ist Zähigkeit und vor allem sehr, sehr hohe Konzentration. Das bringt dich sicher auch zu einem Erfolg. Lass uns schauen, was es für dich bedeutet, dieses Portal. Sirius. Sternensegnung. 1,41. Ich muss mich hier selbst noch reinlesen, wie du siehst. Das ist ganz, ganz neu. Und ich lese dir hier die Botschaft. Botschaft. Die Botschaft, die durch dieses Energieportal zu dir kommt, ist ein allumfassendes Ja. Wie bei einer Sternschnuppe kannst du dir jetzt alles wünschen und es wird sich erfüllen. Oh, wow. Ja, ich wünschte, ich wäre ein Stier. Oh. Jetzt ist die Zeit gekommen, um jegliche Projekte oder Ideen eben in Angriff zu nehmen, zu denen du dich beruflich berufen fühlst. Du bist nun von einer Energie der Positivität, Fülle und Begeisterung umgeben. Von was du in letzter Zeit auch immer geträumt hast. Es sind keine Träume, sondern Vorahnungen. Wisse, dass alles, womit du dich innerlich verbindest, sich bald auch äußerlich zeigen wird. Also denke an das, was du dir wünschst,
anstatt an das, wovor du dich fürchtest. Stelle dir vor, wie du begeisterst feierst, so dass, als wäre in deinem Wünsche und Träume wahr geworden. Auf diese Weise wirst du das perfekte energetische Umfeld schaffen, damit sich deine Träume in deiner Welt manifestieren können. Wow, wow, wow. Also solltest du dich hier noch befreien wollen von alten Energien, die dich hier aufhalten, lieber Stier, dann tu eine Freischneidung, denn für dich geht es dann definitiv in Richtung absoluter Wunscherfüllung. Und ja, lass es mich missen. Ich zeige dir die Karte noch einmal. Sie ist so schön gezeichnet. Und ich freue mich ganz besonders wieder auf dich, lieber Stier. Wir sehen uns nächsten Monat spätestens hier wieder bei der Septemberlegung. Ich wünsche dir hier ganz viel Licht und Liebe und bis bald. Tschüss.